Eine Zwille, eine kaputte Fensterscheibe. Für die Sekte ist das der Anlass für die Prügelstrafe. Eltern, so sagt die Glaubensgemeinschaft Zwölf Stämme, schlagen ihre Kinder, weil sie sie lieben. Und hinterher bedankt sich der Sprössling auch noch, dass er durch die Züchtigung auf den rechten Weg gebracht wurde. Ich bin so dankbar für meinen Vater. Ihre Thesen gipfeln in der Ablehnung der UN-Kinderrechtskonvention, die eigentlich Kinder weltweit vor jeglicher Gewalt schützen soll. Die Sekte behauptet sogar, die Prügelstrafe hätte Gewaltakte wie die Amokläufe von Winnenden und Erfurt womöglich schon im Vorfeld verhindert. Seitdem die Rute verboten wurde, ist die Hölle los. So sieht es die Sekte. RTL hat aber schon vor fast 2 Jahren aufgedeckt, wie die Kinder unter diesen Übergriffen und Zwängen leiden mussten. Mit diesem Sagen ist, du kannst gar nicht zählen, wie viel und wann das passiert ist, weil das einfach der ganze Tag gegangen ist. Ein Reporter hatte hier auf dem Gut Kloster Zimmern bei Donauries in Bayern mit versteckter Kamera aufgenommen, wie schon kleine Kinder systematisch mit dem Stock verprügelt wurden. Daraufhin schritt das Jugendamt ein und brachte sämtliche Kinder erst einmal in Heimen und Pflegefamilien unter. Inzwischen sind einige wieder zurück bei der Sekte. Nach Veröffentlichung des Videos ist nicht anzunehmen, dass die 12 Stämme ihre Erziehungsmethoden geändert haben. Nun ist auch die Justiz aktiv geworden. Wir werden jetzt prüfen, ob sich aus dem Video überhaupt Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten ergeben und gegebenenfalls, welche Handlungsmöglichkeiten die Staatsanwaltschaft Augsburg hat. Kinder haben in Deutschland schließlich einen gesetzlichen Anspruch auf gewaltfreie Erziehung. Die 12 Stämme wollten heute nicht mit uns sprechen.